Also so eine Rettungsaktion habe ich noch nie gesehen. Herzlich willkommen zur Landesschau Baden-Württemberg. Guten Abend. Ach du lieber Schwan, könnte man vielleicht sagen. Aber nein, also das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Wortspiele. Denn für diesen Schwarm ging es wirklich um alles. Er hatte sich böse in einer Angelschnur verheddert. Und mehrere Rettungskräfte haben versucht, das Tier zu befreien. Und niemand wusste mehr, was noch helfen könnte. Aber dann kam eine Anwohnerin eine Idee. Und ja, damit wurde sie zur Heldin. Immer freitags zeigen wir Ihnen bei Wohnen extrem, ja, wie außergewöhnlich die Menschen in Baden-Württemberg leben. Und heute bekommen wir einen sehr besonderen Einblick. Es geht ins Schloss Munzingen. Seit 350 Jahren ist es immer noch in Familienbesitz. Und Graf und Gräfin empfangen uns jetzt gleich. Aber nicht nur die. Es gibt wohl auch ein Schlossgespenst. Und weitere exklusive Einblicke in besondere Häuser und Wohnungen gibt's auch auf unserem Landesschau-YouTube-Kanal. Da finden Sie natürlich auch alle anderen Landesschau-Geschichten. Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. So wie hier übrigens. Es geht nämlich schon ins nächste Schloss und sieht es nicht toll aus. So wunderschön beleuchtet ist die Burg Hohenzollern am Abend. Aber bald sind hier die Lichter aus. Also wer die Burg besuchen möchte, sollte sich besser beeilen, denn nur noch an diesem Wochenende dürfen Besucher rein. Dann ist erstmal bis Ostern Winterruhe. Unser Wetterreporter Harry Röhrle hat die Chance noch mal genutzt. Unser Landesschauwetter. Die Familie von Peter Mollfenter war sich ganz sicher, das überlebt unser Junge nicht. Eigentlich war es ein scheinbar kleiner Unfall mit Kerzenwachs, aber die Verbrennungen, die waren so stark, dass wirklich keiner dachte, dass der 13-Jährige das schaffen kann. Aber Peter Mollfenter kann uns heute seine Geschichte selbst erzählen, denn er hat überlebt. Es gibt Schnee am Wochenende, da freuen sich bestimmt einige. Und wer von Ihnen noch einen schönen Winterausflug plant, wir hätten da einen Tipp für Sie. Der Westweg im Schwarzwald. Aber Achtung, dieser Ausflugstipp ist nicht ohne. Ja, und wintertauglich sollten auch unsere Gehwege am Wochenende sein. Schneeräumen, Salzstreuen, das steht ja jetzt alles wieder an. Und da gibt es einiges zu beachten, um was wir uns kümmern müssen. Aber wer ist da eigentlich für was verantwortlich? Also was macht die Gemeinde und was muss ich selbst von meinem Haus absichern? Gut zu wissen. Der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, den kennen Sie in den unterschiedlichsten Facetten. Ganz bestimmt zum Beispiel als ehemaligen Betriebsratschef bei Porsche oder auch als Politiker oder eben als Boxer. Botha, haben Sie da gar keinen Schiss? Die Frage ist, ob wir nicht Angst um die anderen haben. Also um mich. Ich werde jetzt 60, andere tun Altersteilzeit unterschreiben. Ich werde die 8 Runden durchstehen. Das kann ich Ihnen versprechen. Also ich sag mal so, wenn mein Vater in dem Alter jetzt sagen würde, ich gehe noch mal in den Ring, und mein Vater hat auch geboxt, ja. Aber wenn der jetzt sagen würde, ich mach das, ich gehe jetzt gegen Tyson, dann würde er richtig zittern. Was sagt denn Ihre Familie? 60 fängt das Leben erst richtig an. So ähnlich hat das auch Wladimir Klitschko formuliert. Der wollte Sie ja trainieren für diesen großen Kampf. Ich erinnere mich noch, Sie waren ja vor 1,5 Jahren schon mal bei mir und haben mir genau das erzählt. Und da... Ja, damals kam Corona dazwischen gegen diesen Kampf. Jetzt liegt er mit der 60 dann schon richtig. Aber er trifft keinen wunden Punkt, oder? Für was mache ich das? Ich mache das für Jugendliche. Ich mache das für die Lernstiftung. Nicht, dass wir traurig sind, sondern dass wir Spaß am Leben haben. Und ich habe sehr viel Spaß am Leben. Wie läuft es derzeit in Ihrer Lernstiftung? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Also ja, dass die Menschen Werte haben. Werte sind ganz arg wichtig. Und in der Lernstiftung kriegen wir gar keine staatliche Unterstützung. Wir kriegen keine Mietminderung. Wir kriegen gar nichts. Ich habe 300 Jugendliche. Liegen Ihnen diese Jugendlichen so sehr am Herzen? Während in meinem Kinder, ich kann mich noch gut erinnern, ich war 8 Jahre alt, am 24. Dezember. Keiner hat mich abgeholt. Die Lehrerin oder die Erzieherin hat dann gesagt, Bub, geh hoch, die holt so keiner ab. Wir hatten kein Facebook. Gab es da noch jemand anderen? Ich bin sehr gläubig, sehr, sehr. Ich bete zweimal am Tag, aber ich bin ein Sündiger. Also ich bin nicht heilig, so wie die anderen immer sagen, einmal beten und dann ist noch, nein, nein, ich bin ein Mensch wie jeder andere. Ich bin im Kinderheim aufgewachsen. Ich war selber im Kinderheim auf. Ich wollte diesen Titel haben und ich möchte gegen Tyson kämpfen. Ich möchte gegen Froswa und ich möchte ein neues Unternehmen mitgründen. Das sind so Themen.
und nicht immer aufhören und immer blären. Wir müssen in Deutschland aufhören zu heulen. Soziales Engagement haben Sie vor ein paar Jahren auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und da hat Ihnen jemand ganz Spezielles gratuliert. Weil das ist einzigartig, das bewundert mich immer wieder, das motiviert mich auch. Und man sieht auch, Arnold ist jetzt im Alter drinnen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie alt er ist, sieht aber unheimlich cool und jung aus. Und ich will das Gleiche auch machen. Was wollte ich damit sagen? Man muss. Arnold Schwarzenegger und Sie ja auch auf der gleichen Linie sind, ist das Thema Impfen. Sie haben sich jetzt auch beteiligt an einer Impfaktion. Impfen mit Handschellen ist nicht gut. Überzeugung ist wichtig. Und deshalb tue ich meine Jugendliche, auch die anderen, überzeugen. Und wie machen Sie das? Indem ich jetzt zum Beispiel Jugendliche gesagt habe, klar und deutlich, es muss auch ein Anreiz da sein, sonst funktioniert es nicht. Sie werden, wenn ich habe eine Impfpflicht, 500 Mal impfen, 700 Mal impfen. Also wir wissen es doch gar nicht. Ich finde, Menschen zu überzeugen, die höchstmögliche Eigenentscheid der Menschen möchte ich gerne haben. Die sollen selber mitentscheiden, in Aufstand und gegen Frechheit, wenn ich es mal so sagen darf. Also was wollte ich damit sagen? Man muss jetzt aufhören, den Menschen immer Angst zu machen. Aber wenn Jugendliche erreichen? Welche Nationalitäten, welche Hautfarbe? Mir ist das Einkommen so wurscht, aber was sehr wichtig ist, loyal zu sein. Sie haben gerade auch noch mal Porsche angesprochen. Sie haben ja echt einen harten Cut gemacht, also sowohl beruflich als auch privat vor 3 Jahren. Da haben Sie echt einen richtigen Neustart gemacht. Wie sieht denn jetzt Ihr 60. Geburtstag im Mai aus? Was wünschen Sie sich? Dreifacher Opa, oder? Das ist ja alles Jungs und nur ein Mädchen. Ja. Ist das eine Prinzessin dann? Ja, ich werde immer wieder sagen, das ist mein Engel. Ja. So würde ich sie eher bezeichnen. Ich habe gehört, da kommt jetzt noch eins nach. Ja, da hat sich aber mein Sohn im Moment dagegen gewehrt. Ja, aber vielleicht kriege ich es hin. Ich bin mal sehr gespannt. Herr Hück, vielen, vielen Dank. Ja, und das war es auch schon von der Landesschau für diese Woche. Falls Sie Lust haben, dann schauen Sie doch gerne mal rein, und zwar morgen bei Menschen und Momente um 18.15 Uhr hier im SWR Fernsehen. Da geht es dann um das Thema Neustart. Ja, und hier starten jetzt die Nachrichten und die Kollegen von SWR aktuell, Stefanie Heiber und Michael Saunders. Ja, und wir, das ganze Team von der Landesschau, wünschen ein wunderschönes Wochenende. Genießen Sie es bis dahin. Tschüss.